Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Es ist Zeit für den Lesemonat Januar und den wird es jetzt auch von mir geben. Ich war erfolgreicher als ich dachte, denn ich habe ganze 9 Bücher gelesen. Gehört habe ich keins. Ich habe zwar in der Zeit eins gehört, aber noch nicht beendet. Das werdet ihr dann im Februar sehen. Aber kommen wir jetzt zu den 8 Büchern, die mehr oder weniger gut waren. Es gab so ein paar Ausnahmen, da werde ich euch gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Ich fange direkt mit dem ersten Buch an und zwar ist das Endgame, die Auserwählten von James Frey. Und das ist auch wieder ein Buch, wo ich sage, naja, ich habe mir was Besseres erwartet. Ich finde, der Klappentext hört sich sehr interessant an, denn es geht hier um 12 Spiele, die ein Spiel spielen müssen, und zwar das Endgame. Die wurden vorher schon auserwählt und müssen dann halt eben gegeneinander kämpfen und es gibt dabei auch gar keine Regeln, also sie müssen sie auch töten, bis am Ende einer überlebt. Genau, das Ganze ist der erste Band einer Trilogie und hörte sich für mich erstmal an wie in die Richtung von Tribute von Panem, aber doch irgendwie anders. Ja, ich wurde aber leider enttäuscht, denn erstens kam ich mit den Namen nicht zurecht, die haben super schwierige und komplizierte Namen. Dann wusste ich auch nicht, woher die überhaupt auch mal alle kommen. Und wie die jetzt miteinander zusammenhängen, denn man erfährt schon ein bisschen was, bevor sie das Spiel anfangen zu spielen, erfährt man schon was von den einzelnen Charakteren. Und der ein oder andere Charakter trifft sich dann eben schon auf dem Weg zu diesem Spiel eben hin. Und ja, das war irgendwie so ein bisschen schwierig, weil das alles auch irgendwie verschwommen ist und dann irgendwie sich kleine Gruppen gebildet haben und die Gruppen sich wieder aufgelöst haben oder die Gruppen größer geworden sind oder wie auch immer. Und zudem war es doch recht langweilig, meiner Meinung nach, weil mir ist da einfach zu wenig passiert. Teilweise war es halt auch einfach schon ein bisschen zu krass von der Beschreibung her, wenn da irgendjemand getötet wurde. Also aber irgendwie ist dann auch trotzdem zu wenig passiert. Also ich weiß nicht, ich kann nicht genau beschreiben, warum es mir nicht gefallen hat, aber es konnte mich auch nicht unbedingt fesseln. Also ich hatte kein Problem damit, dieses Buch zur Seite zu legen und das ist für mich halt eigentlich auch schon kein gutes Zeichen, wenn mich so ein Buch nicht richtig fesseln kann. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich die Trilogie weiterlesen werde oder eben nicht, weil die Bücher ja doch auch schon etwas dicker sind. Sie sind jetzt nicht unfassbar dick, aber das Buch hat hier schon, ich glaube, ja, fast 600 Seiten, 580 Seiten oder sowas in etwa. Und das sind halt doch schon einige Seiten. Und die Zeit, die ich in dieses Buch investieren könnte oder in die Folgebände eben investieren würde, könnte ich dann eben auch in Bücher investieren, die ich lieber lesen möchte. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich die Reihe nicht einfach aussortiere und nicht weiterlese, weil ich aktuell einfach überhaupt keine Lust drauf habe. Aber ich muss mir das nochmal ganz durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht werde ich auch nochmal in den zweiten Band reinschauen. Falls ihr die Reihe schon gelesen habt und sagt, die nächsten Bände werden besser, dann werde ich es auch weiterlesen. Aber ich glaube, sonst tendiere ich eher dazu, dass ich die Reihe komplett aussortieren werde. Dann habe ich ein Buch gelesen, was ich relativ spontan angefangen habe. Und zwar war das ein E-Book und es war One More Time von Rhee Keeland und Penelope Ward. Das ist, ich meine, der 4. Band der Second Chances-Reihe von denen. Und in dem Buch geht es um Bianca und um Dexter. Und Bianca ist eben Reporterin und Dexter ist ein Firmenchef, CEO von der Firma seines Vaters, die er eben übernommen hat. Bianca soll dann halt eben Dexter Trude interviewen. Nun bleibt sie aber mit einem jungen Mann im Fahrstuhl stecken und mit dem unterhält sie sich dann und lässt sich dann halt auch sehr negativ über Dexter Trude eben aus, ohne dass sie eben weiß, dass der Mann ihr gegenüber genau dieser Mann eben ist. Und wie das Ganze dann zwischen den beiden weitergeht und ob sie herausfindet, wer dieser Mann in dem Fahrstuhl war, das müsst ihr selber lesen. Ich fand die Geschichte auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich mag ja auch den Humor von Rhee Keeland unfassbar gerne. Deswegen war auch dieses Buch einfach perfekt für mich. Es war ein Buch, was ich unfassbar schnell fertig gelesen habe. Hätte ich mich nur auf dieses Buch konzentriert und nicht noch zeitgleich auf Endgame, wäre ich auf jeden Fall auch noch schneller durch gewesen. Aber im Großen und Ganzen war es wirklich eine sehr, sehr tolle Geschichte. Ich habe schon, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe nicht bessere Geschichten von den beiden gelesen, aber ja, irgendwas hat mir dann noch ein bisschen gefehlt, dass es doch kein Highlight war, aber im Großen und Ganzen war es wirklich ein Buch, was mir sehr gut gefallen hat. Ich mochte Bianca, ich mochte aber auch Dexter. Ich würde am liebsten noch mehr erzählen, aber dann würde ich spoilern und wenn ihr das Buch noch lesen möchtet, wäre das eher ungünstig.
Ich mochte einfach beide, wie sie miteinander harmoniert haben. Es gab teilweise ein bisschen Drama, aber auch jetzt nicht so extrem heftig, sodass ich es nicht verstehen könnte. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Meistens gibt es ja irgendein Drama, was man jetzt so als Leser nicht unbedingt richtig nachvollziehen kann. Aber da finde ich es schon irgendwie gerechtfertigt, dass sich Bianca über Dexter eben aufregt oder ja, es da so eine kleine Auseinandersetzung gibt. Ja, auf jeden Fall wieder ein tolles, tolles Buch von den beiden. Ich werde auch den dritten Band noch lesen, dann habe ich die Reihe auch fertig gelesen und auch weitere Bücher von beiden zusammen oder auch einzeln lesen, weil ich einfach beide und den Schreibstil unfassbar gerne mag. Und dann bin ich so langsam wirklich in diese Liebesromanschiene gerutscht, was jetzt auch nicht schlimm ist, weil ich einfach Bock drauf hatte und habe mir dann eben Wait for You von Jay Lynn geschnappt. Das ist der erste Band der Reihe und hier geht es um Avery und um Cam. Und Avery zieht von Texas nach West Virginia, um auf ein kleines College zu gehen. Und dort möchte sie halt eben ihre Vergangenheit entkommen und einfach neue Freunde finden. Und ja, dann trifft sie eben an ihrem ersten Tag auf den charmanten Cameron Hamilton, der eigentlich so gar nicht in ein neues, ruhiges Leben passt, der sie aber bei jeder Gelegenheit um ein Date bittet und sie ihm jedes Mal einen Korb gibt. Genau, das ist der Inhalt, der hinten auf dem Klappentext steht. Viel mehr will ich auch gar nicht verraten. Es ist auch wieder ein Buch gewesen, was ich unfassbar schnell fertig gelesen habe. Ich glaube, innerhalb von 2 Tagen. Ist es jetzt auch nicht so unfassbar dick, aber es hat immerhin 420 Seiten oder sowas. Also auch nicht gerade dünn. Ich mochte Avery, ich mochte auch Cam unfassbar gerne. Und ich habe gelesen, dass der dritte Band aus der Sicht von Cam beschrieben wird. Ich werde jetzt aber als erstes den zweiten Band und dann den dritten Band lesen, einfach in der Reihenfolge. Aber dann freue ich mich auf jeden Fall nochmal darauf, die Geschichte der beiden lesen zu können aus der Sicht von Cam. Cam ist einfach so ein unfassbar toller Mann irgendwie. Auch, dass er sie immer wieder um ein Date bittet und sich einfach nicht abschütteln lässt, obwohl sie ihm immer wieder einen Korb gibt, finde ich einfach toll. Ich kann verstehen, warum Avery ihm immer wieder einen Korb gibt, weil sie ja eigentlich gar nicht auf der Suche war nach einer neuen Beziehung oder nach Bekanntschaften in dieser Hinsicht. Sie hat auch etwas in der Vergangenheit erlebt, was sehr, sehr schwierig ist, was hier auf jeden Fall auch aufgegriffen wird. Und ich finde, als Cam das herausgefunden hat, hat er da so richtig liebevoll und verständnisvoll irgendwie reagiert. Auch wenn es erst relativ spät kam. Und deswegen gab es zwischen den beiden auch immer mal wieder kleine Streitigkeiten. Trotzdem ein wunder, wunder, wunderbares Buch. Ich freue mich auf die nächsten 6 Teile dieser Reihe und werde die auf jeden Fall und hoffentlich genauso verschlingen wie diesen ersten Band hier. Das nächste Buch war dann doch leider wieder eine Enttäuschung für mich, und zwar The Blush One. Sie baut sich Mr. Right einfach selbst von Sarah Archer. Ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht. Ist auch erst im Januar erschienen. Ich glaube, steht nicht genau drin. Auf jeden Fall erst im Januar erschienen. Ist also auch noch ganz frisch. Ist ein Liebesroman der etwas anderen Art, denn wie der Titel schon sagt, es geht hier um Kelly. Sie ist 29, was mir übrigens unfassbar gut gefällt, dass man hier wieder mal eine etwas ältere Protagonistin hat, der ich mich dann vielleicht doch ein bisschen näher fühle als einer 19-jährigen Protagonistin, weil da der Unterschied, Altersunterschied zu mir dann doch wieder ein bisschen größer ist. Also falls ihr vielleicht wisst, was ich meine. Genau, auf jeden Fall wird ihre kleine Schwester heiraten und sie befürchtet, dass sie einfach wieder als Single auf die Hochzeit geht. Und auch ihre Mutter macht ihr unfassbar viel Druck und möchte, dass sie einfach gern endlich mal ihren Traummann kennenlernt. Der existiert aber einfach scheinbar nicht und deswegen programmiert und baut sie sich einfach Mr. Right selbst. Sprich, ihr Mr. Right ist einfach ein Roboter. Der heißt übrigens auch Ethan. Genau. Das ist so der Inhalt der Geschichte. Hört sich auf jeden Fall mal nach etwas anderem an, etwas, was ich so noch nicht gelesen habe, wo man auch unfassbar viel hätte draus machen können. Mir persönlich hat es aber einfach nicht gefallen. Mir ging es zu langsam dahin, bis sie Mr. Right, also Ethan, fertig gebaut hat. Und dann einfach ging es so zack, 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 zack. Die Hochzeit war da, er war mit dabei und fertig war das Buch irgendwie gefühlt schon. Man hat irgendwie
hat mir da so ein bisschen was gefehlt. Der Schreibstil ist so ein kleines bisschen abgehackt, womit ich aber dann nach einigen Seiten auch relativ gut zurechtgekommen bin. Es war nicht so, dass mich dieses Buch nicht gefesselt hat, weil ich ja irgendwie doch schon wissen wollte, wie das zwischen Kelly und Ethan denn jetzt genau abläuft. Denn sie wohnen dann auch irgendwann zusammen und sie muss halt allen verheimlichen, dass Ethan nicht aus Fleisch und Blut ist, sondern aus Schrauben. Und auch ihrer besten Freundin verheimlicht sie das eben. Und es gibt dann halt so einige Folgen, wo ich mir dann halt auch denke, ja, okay, irgendwie hätte man da noch ein bisschen mehr draus machen können. Ihre Mutter finde ich allerdings irgendwie super lustig, denn sie versucht sie im Buch über, wie ich anfangs schon erwähnt habe, einfach dazu zu überreden, auf Dates zu gehen mit verschiedenen Männern, die sie auch irgendwie für ihre Tochter dann sucht und versucht, dass die beiden dann miteinander ausgehen und es funktioniert einfach überhaupt nicht. Ihre Familie weiß übrigens auch nicht, dass Ethan ein Roboter ist. Die lernen ihn auch kennen. Ihre Mutter findet ihn unfassbar toll. Und ja, dann ist es irgendwie, also ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte. Aber ich mochte es einfach nicht so gerne, wie ich es gerne wollte, weil mir da einfach auch noch ein kleines bisschen was gefehlt hat. Ich kann es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, habe dazu auch tatsächlich noch nicht so viele positive Meinungen gehört, die davon geschwärmt haben. Nach diesem Buch habe ich dann ein englisches Buch beendet, und zwar The Sleeping Prince, was ich bereits am 1. Dezember angefangen habe und jetzt auch erst im Januar beenden konnte, weil ich ja im Januar, im Dezember irgendwann den Faden verloren habe und hier nicht weitergelesen habe. Das ist der zweite Band der Sin-Eaters-Reihe, heißt das Ganze, glaube ich. Sin-Eaters-Daughter-Reihe, genau. Ja, in dem Buch geht es auf jeden Fall um die altbekannte Geschichte The Sleeping Prince in diesem Reich. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie dieses Reich heißt. Man hat sich schon The Sleeping Prince schon unfassbar viel erzählt und er ist jetzt am Anfang dieses Buches und ich glaube am Ende vom ersten Band auch aufgewacht und Erin möchte jetzt eben fliehen und ja, weiß aber nicht genau wohin. Und sie hofft dann halt eben, dass ihr Silas, der mysteriöse Mann, ihr eben hilft und ja, da eben rauskommt. Es gibt aber einiges, was hier noch so passiert. Ihre Mutter spielt eine Rolle, ihr Bruder spielt hier eine Rolle, verschiedene Giftmischungen spielen hier eine Rolle. Und auch die Protagonistin aus dem ersten Band, Twilla, taucht hier auch wieder auf, erst gegen Ende. Ich finde es super schwer, diesen Inhalt zusammenzufassen. Dieses Buch gibt es übrigens auch noch auf Deutsch, aber den dritten Band gibt es eben nicht mehr auf Deutsch. Deswegen habe ich mir den zweiten Band auch schon auf Englisch gekauft. Ich kann das Buch, glaube ich, auch super schlecht zusammenfassen, weil ich es eben auf Englisch gelesen habe. Ich glaube, ich habe alles verstanden, so mehr oder weniger, grob zumindest. Vielleicht nicht die Einzelheiten, aber das finde ich jetzt auch nicht so extrem schlimm. Ist übrigens mein erstes englisches Buch seit meiner Schulzeit, also ja, und ich kann Englisch halt auch nicht so gut. Deswegen bin ich schon sehr stolz darauf, dass ich dieses Buch gelesen habe. Ich werde auch den dritten Band noch auf Englisch lesen, damit ich die Reihe einfach abgeschlossen habe. Das soll auch noch auf jeden Fall dieses Jahr passieren. Am besten jetzt auch in den nächsten Monaten, damit ich, ja, wie gesagt, einfach diese Reihe abgeschlossen habe. Das Buch hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte das Ende auch irgendwie sehr gerne. Es gab noch mal eine Wendung am Ende, die mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und mehr möchte ich zu dem Buch einfach nicht mehr sagen, weil sonst würde ich zu viel vom ersten Band verraten, wobei ich auch nicht mehr ganz genau weiß, worum es in dem ersten Band ging. Dann habe ich ein weiteres E-Book gelesen, und zwar The Right Kind of Wrong von Jennifer Bright, auch bekannt als Wortgetreu auf Instagram. Sie hat jetzt ihr Debütroman veröffentlicht und weil ich so unfassbar viele positive Meinungen über dieses Buch schon gehört habe, die es gelesen haben, von denen, die es gelesen haben, wollte ich dieses Buch auch gerne lesen. In diesem Buch geht es um Zoe und ihre beste Freundin Katie. Und Katie hatte einen Freund. Übrigens teilen sich Zoe und Katie eine gemeinsame Wohnung, also haben quasi eine WG. Und Katie hat einen Freund, den Noah, der jetzt ganz plötzlich bei ihnen einzieht für ein paar Wochen, weil er sich eine eigene Wohnung in London eben sucht. Und bei Katie gibt es dann leider einen Todesfall, weswegen sie eben in die Heimat muss für einige Tage oder Wochen. Das weiß ich nicht ganz genau, das konnte ich während dem Lesen nicht so herausfinden. Und dann bleiben Zoe und Noah eben alleine in der Wohnung in London. Ich glaube, viel mehr brauche ich da gar nicht zu erzählen. Dann entwickelt sich zwischen Zoe und Noah so langsam etwas, was sich ja eigentlich nicht entwickeln sollte, weil ja Noah der Freund, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt der Ex-Freund von Katie ist.
Ja, ich glaube, ihr versteht das Problem, was da so ist. Die Ausgangslage fand ich auf jeden Fall sehr interessant, dass es eben um den Freund der besten Freundin geht und sie halt eben. Ich mochte Zoe, ich mochte auch Noah unfassbar gerne. Ich mochte auch, wie die ganz beiden zusammengefunden haben, weil beide sich bewusst waren, dass was sie füreinander fühlen, überhaupt nicht sein sollte. Vor allem Zoe hat sich unfassbar schwer getan, weil sie ja ihre beste Freundin eben auch nicht verletzen wollte. Auch wenn die beiden irgendwann gar nicht mehr zusammen waren, also Katie und Noah. Aber trotzdem ist das ja so, man kennt es ja auch irgendwie, man fängt nichts mit dem Freund oder Ex-Freund der besten Freundin an. Auch wenn man gegen Gefühle nichts machen kann. Deswegen fand ich sehr schön, dass ihr hier dieses Thema eben aufgegriffen hat und auch wie das Ganze gelöst wurde, fand ich unfassbar gut. Und dann gab es hier noch einen Charakter, der dieses Buch einfach so zuckersüß gemacht hat an manchen Stellen, und zwar der Opa von Zoe. Der hat ihr immer unfassbar niedliche Tipps gegeben, auch Bezug auf Männer, auf Bezug auf ihre Familie oder auf sie und was sie tun sollte oder eben nicht tun sollte, und wollte sie immer so in die richtige Richtung schubsen, was er am Ende auch geschafft hat, worüber ich sehr glücklich bin, weil mir dieses Buch einfach unfassbar gut gefallen hat. Es sind 4 Sterne von mir gewesen, weil es jetzt für mich persönlich kein Highlight war, aber 5 Sterne sind für mich halt eben auch einfach so ein Gefühlsding. Und das hatte ich hier bei diesem Buch einfach nicht, wobei 4 Sterne ja trotzdem immer noch richtig, richtig gut sind. Und ich freue mich auf weitere Bücher von Jennifer Bright, weil ich auch einfach ihren Schreibstil und die Geschichte sehr, sehr gerne mochte. Jetzt kommen wir auch schon zu den letzten 2 Büchern. Einmal ist das Kiss Me Once von Stella Tuck. Das ist ihr New Adult-Buch. Und in dem Buch geht es um Ivy Redmond, die an die Universität of Florida geht und dort ihrem Traumtypen Ryan McCain über den Weg läuft. Er hat auch noch direkt das Zimmer im Wohnheim neben ihrem. Und ja, jede Berührung und der Blick in seine grünen Augen bringt ihr Herz zum Stolpern. Doch Ivy und Ryan sind nicht die, die sie vorgeben zu sein, sondern jemand komplett anderes. Denn Ivy ist Tochter aus reichem Haus, inkognito an der Uni, und Ryan ist ihr Secret Bodyguard. Wobei ich jetzt auch, wenn ich den Klappentext euch jetzt nochmal so vorstelle, irgendwie den Klappentext ein bisschen verwirrend finde. Denn Ivy und Ryan wissen voneinander, wer sie sind. Denn Ivy kommt, wie gesagt, an diese Universität. Es gibt anfangs ein paar Schwierigkeiten, denn Ryan ist eben schon da, hat alles vorbereitet mit seinem Vater und der Firma eben, damit Ivy kommt. Er dachte aber, dass Ivy erst den Tag drauf kommt. Und Ivy kommt aber ebenfalls an dem gleichen Tag wie Ryan an, und sie dachte halt eben, dass ihr Bodyguard auch erst einen Tag kommt. Dementsprechend dachten beide, dass sie ja einen Tag für sich eben hätten, und trotzdem. Ivy wusste nicht, wie ihr Bodyguard aussieht, und Ryan hatte zwar ein Bild von Ivy gesehen, aber sie hat sich halt eben ihre Haare verändert und ihren Kleiderstil verändert, sodass er sie auch nicht erkannt hat, und deswegen ja, kam es dann eben anfangs auch relativ schnell zu einem Kuss, was ich jetzt auch nicht so dramatisch fand irgendwie, weil Ivy ja einfach frei sein wollte und ja, das alles mal ausprobieren möchte. Insgesamt war das eine Geschichte, durch die ich sehr schnell geflogen bin. Ich mochte den Humor von Stella Tuck unfassbar gerne, den mag ich ja auch schon in ihrer Insta-Story immer sehr, sehr gerne. Ich mochte Ivy und Ryan eigentlich auch sehr gerne. Es war aber jetzt kein Highlight für mich, weil es mich irgendwie nicht so richtig von den Gefühlen her, die die beiden gespürt haben, berührt hat. Ich mochte, wie Ryan für Ivy gekämpft hat, also sich den Paparazzis und Stalkern und was da nicht alles war, gegenübergestellt hat. Ich bin hier auf jeden Fall auch auf den zweiten Band gespannt, weil es hier 2 Charaktere gibt, die ich in diesem Buch viel spannender fand als Ivy und Ryan irgendwie. Keine Ahnung, woran das lag. Einerseits mochte ich sehr gerne, andererseits hat mir auch irgendwie ein bisschen was gefehlt. Ich weiß nicht genau, was mir da jetzt gefehlt hat. Auf jeden Fall halt eben die Gefühle und die Emotionen der beiden, die nicht über mich übergeschwappt sind, die haben mir gefehlt. Aber ansonsten fand ich die Geschichte auch eher ein bisschen lahm, weil nicht besonders viel passiert ist, was ich sehr, sehr schade fand. Und das Ende war dann irgendwie auch wieder relativ schnell vorbei. Ja, ich glaube, mehr möchte ich zu dem Buch auch gar nicht mehr sagen. Ich fand
finde, bei dem Buch sollte man einfach selbst schauen, ob man es mag oder eben nicht, weil ich weiß, dass es unfassbar vielen gut gefallen hat. Ich fand es ja jetzt auch nicht schlecht, aber es war jetzt auch kein Highlight für mich. Und das letzte Buch war Redwood Love. Es beginnt mit einem Blick von Kelly Moran. Das ist der erste Band der Redwood Love Trilogie, wobei da jetzt auch noch ein vierter und ein fünfter Band erscheint. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen, aber da geht es dann nicht um die Tierarztbrüder O'Grady, sondern um andere Charaktere, denn in den ersten drei geht es um die O'Grady-Brüder. Und hier in diesem Buch geht es um, ich glaube, sie ist auch Avery. Genau, auch Avery, die mit ihrer autistischen Tochter Haley nach Redwood zieht, nach einer desaströsen Ehe. Und ja, dann trifft sie eben wegen einem Vorfall auf den Tierarzt Kate O'Grady. Und eigentlich möchte Avery gar keine Beziehung, weil sie erstmal die Schnauze voll hat von ihren Männern nach ihrem Ehemann. Doch Kate kann sie halt eben nicht widerstehen und der ganze Ort hat sich wohl gegen sie verschworen und Amor gespielt. Das ist so ganz grob gesagt der Inhalt von diesem Buch. Auch hier finde ich es sehr angenehm, dass die Protagonisten mal wieder ein bisschen älter sind. Ich glaube auch wieder Ende 20. Und Haley, ihre Tochter ist, glaube ich, 7 oder 8. Ich weiß es nicht ganz genau. Also, das mochte ich auf jeden Fall unfassbar gerne. Ich mochte auch die Atmosphäre in Redwood sehr gerne. Es ist einfach ein Wohlfühlbuch, wo man sich so reinfallen kann. Ich habe das Buch auch unfassbar schnell fertig gelesen, weil ich nicht aufhören konnte und immer wissen wollte, was zwischen Avery und Kate passiert. Avery hat, wie gesagt, eine sehr, sehr schlimme Ehe hinter sich, von der Kate anfangs eben nichts weiß. Kate ist aber so ein Mann, der als jemand bekannt ist, der gerne mit Frauen eine Nacht verbringt, aber keine lange Zeit Beziehung eingeht, wegen etwas, was in seiner Familie passiert ist, was wir hier auch in dem Buch erfahren, was wir auch in einem nächsten Buch erfahren, ich glaube im dritten Band. Da geht es nämlich um einen anderen Bruder und dem ist etwas passiert. Deswegen möchte er keine Beziehung eben eingehen. Was ich so auch erstmal verstehen kann. Trotzdem finde ich es sehr schön, wie er sich dann irgendwann eingesteht, dass er sich trotzdem in Avery verliebt hat. Und vor allem mochte ich auch die Brüder unter sich sehr, sehr gerne, weil jeder sehr unterschiedlich ist und sie trotzdem immer wieder irgendwie zusammenhalten. Die Brüder sind sehr humorvoll. Er wird immer wieder von Flynn und Drake aufgezogen, weil er sich eben in Avery verguckt hat, was ich sehr gerne mochte. Und das Drachentrio. Wenn ihr das Buch gelesen habt, wisst ihr, was das Drachentrio ist. Finde ich auch unfassbar toll und ich weiß, dass die auf jeden Fall in den nächsten Büchern auch noch auftauchen werden und dort dann die Leute verkuppeln werden, was ich sehr, sehr lustig finde. Genau, ist auf jeden Fall ein Buch zum Wohlfühlen. Ich weiß, dass vielen hier das Drama gefehlt hat. Ich fand es einfach so perfekt. Es war so nicht so, dass alles glatt lief. Es gab auch mal ein paar Schwierigkeiten, aber es gab jetzt einfach nicht so ein übermäßiges, schlimmes Drama, wie man es aus vielen Büchern aus der Richtung eben kennt. Und deswegen mochte ich das einfach sehr gerne. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Teile, die ich mir dann in der Bibliothek ausleihen werde und hoffentlich auch genauso schnell verschlingen werde. Das war das letzte Buch für meinen Lesemonat Januar. Es waren, wie gesagt, 8 Bücher, die mir eigentlich alle sehr gut gefallen haben, bis auf Endgame und The Blessed One. Sonst finde ich es eigentlich, war das ein wirklich guter Monat und ich hoffe, dass die nächsten Monate genauso gut verlaufen, von der Qualität her zumindest. Die Menge muss nicht immer sein. Ich habe jetzt eben sehr viele Liebesromane gelesen, deswegen kamen da auch relativ viele Bücher zusammen, weil ich die dann halt eben doch schneller lese als Fantasy-Bücher. Mal gucken, wie die nächsten Monate laufen. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten in meinen Lesemonaten und wer ganz aktuell sein möchte, kann mir entweder bei den Weekly Readings zuschauen, was ich alles so lese und auch schon mal eine kleine Meinung vorab wissen oder eben auf Insta, da verlinke ich euch auch einfach mal hier unten meinen Namen. Da mache ich nämlich oder versuche ich nämlich täglich irgendwelche Insta-Stories zu machen und Beiträge, wo ich euch erzähle, was ich aktuell lese und was bei mir so sonst noch abgeht, außerhalb vom Lesen eben. Genau, das so ganz kurz am Rande. Jetzt könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr eins der Bücher schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat, welche Bücher ihr im Januar gelesen habt und wie sie euch gefallen haben. Vielleicht gibt es da ja das ein oder andere Buch, was mich auch noch irgendwie anspricht, was ich auch noch gerne lesen möchte. Dann, genau, werde ich mir das auf jeden Fall mal näher anschauen. Falls ihr trotzdem noch irgendwelche andere Empfehlungen habt für mich, die ich mir immer mal genauer anschauen sollte, schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!